Okay, er hat jetzt einen Hut auf dem Kopf. Toll. Weißt du noch, was deine Mission ist? Wenn sich die Zeit wiederholt, halte ich den Elefanten auf. Korrekt. Und wehe, du vergisst das. Okay. Aber kommt der jetzt auch mit mir mit? Okay, den Aluhut sind wir losgeworden. Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Ich trage einen mit Stroh gefütterten Aluhut. Wie du es machst, ist mir schleierhaft. Wege des Rufus sind unergründlich. Okay, das heißt, der Typ, dem wir gerade den Aluhut aufgesetzt haben, der wird, wenn wir die Zeit zurückdrehen, sich weiterhin daran erinnern. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Dann ist aber auch der Bart wieder weg. Der Bügel, das Glas und die Kartoffel. Das ist sehr, sehr verwirrend. Aber wir hätten dann wieder den Dart für... Ach, warte mal. Doch, wir drehen die Zeit zurück. Hey, Mac, hast du kurz Zeit? Wir drehen die Zeit zurück. Falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Wir haben dann den Dart-Pfeil nämlich wieder. Oh weh. Mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Oh Mann. Okay, na dann. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Lass uns mal die Zeit zurückdrehen. Ja schon, aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät. Tatütata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Oh Mann. Na dann komm mal. Amen. 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 Oh. Reindrehen. Kein Elefant da. Okay. Ein Stück zurück. Cool. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfektiberto. Nice. Bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Absolut. Okay, das klappt. Dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Tack! Oh oh, der rosa Elefant. Was ist passiert? Der rosa Elefant, er war hier. Ich habe mit ihm gerungen. Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Aber du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles eine Einbildung. Eine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Aber genug davon. Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Ich hol Toni... Und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Kann ich jetzt eigentlich die Gläser einpacken? Noch nicht. Noch nicht? Schade. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie dann so demonstrativ aufgestapelt?
Okay, ich gehe mal zurück zu dem Dart. Und hol mal den Dart und zeig das dem Typi da. Er kommt, alle Mann auf Position. Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Hey Rufus! Nicht jetzt! Kürbislaterne! So viel Zeit muss sein. Jetzt wird Lotto wieder zu Lotti gemacht. Zack. Okay, wir können uns wieder einen Strom holen. Glas. Bart. Und den Pfeil. Hey, Lotto! Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein. Oh, Entschuldigung. Es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, oh Fazzo. Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Bubis. Du hast keine Oberweite. Aber Rufus! Wo schaust du mir denn hin? Das gezieht sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier. Nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut! So. Fällt dir noch was auf? Na, nö, jetzt nicht. Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur! Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, ne, Frau. Tüdelü! Ich zeig jetzt dem Dartfeil erstmal den Typen. Hoffentlich funktioniert das. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das ist ein ordentlicher Pfeil. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Aber so eines würde ich nur einem befreundeten Großwildjäger geben. Hallo, Sohn. Howdy, Rufus. Lange nicht gesehen. Sprich nur für dich. Was brauchst du noch gleich, um mir ein Hochpräzisionsblasrohr zu bauen? Nun, ein Blasrohr natürlich. Außerdem einen Pfeil. Und Bienen. Für das Nervengift. Eigentlich fehlen uns jetzt nur noch die Bienen. Bienen ist notiert. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Was soll der Quatsch mit dem Licht und dem Grillen? Das nennt man Grilldonnerstag. Ich meine doch, dass ihr die immer ausschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Och, das sind ganz normale Brandschutzvorkehrungen. Mach dir darüber keine Gedanken. Hatte ich nicht vor.
Na dann, Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Also ich habe jetzt den Dart und ich habe das Blasrohr. Jetzt sind mir nur noch die Jagdlizenz. Da komme ich gar nicht ran, ne? Dem armen Rattenjungen blieben all die... Das stimmt doch gar nicht. Er besaß nichts als die Lumpen, in die er gehört. Das ist ein Mantelet aus Disropa. Dem armen Rattenjungen... Das stimmt. Er besaß... Das ist... Den Bart kann er ja nicht nehmen, weil ich das nicht kombinieren kann, diese Kacke. Stimmt, da sind noch... Oh, nee. Pfui. Aber wo kriegen wir das her? Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Die brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Die Grillstationen gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Ich weiß echt nicht. Kann er das mit Knickerfolie anfangen? Lass das! Ich meine, lass das! Das macht aber Spaß. Lass das! Ich meine, lass das! Das ist Lotto, ehemals Lotto und jetzt Lotti. Kann er was mit dem Dartpfeil? Lust auf eine Runde Darts? Ich passe. Mich kriegen da heute keine 10 Pferde mehr rein. Das kann ich verstehen. Wieso? Hast du auch nichts Passendes anzuziehen? Der kann halt auch damit nichts anfangen. Erst mit noch einem Drink. Ich passe. Mich kriegen da heute keine 10 Pferde mehr rein. Das kann ich verstehen. Wieso? Hast du auch nichts... Das ist ja sein Bart. Der kann mit dem Schrott auch nichts anfangen, glaube ich. Was soll der Schrott? Ich meine... Dieser Unrat schadet meinem femininen Gemüt. Dann bist du nicht nur im falschen Körper gefangen, sondern auch auf dem falschen Planeten geboren. Das Wasser brauchen wir jetzt nicht mehr. Also den Dart können wir aufheben. Wie kommen wir jetzt aber... Wie kommen wir da ran? Und diesen komischen... Er hat noch einen Rasierer, aber hier drin gibt es auch nichts mehr, oder? Kann ich das kurz ausleihen? Saft pressen kurz? Oder Urne mit Asche meiner Großmutter kurz? Wieso? Das habe ich doch beides noch nicht zurückgegeben. Oder doch? Ja, aber die Saftpresse hast du erst 2 Jahre. Wer sagt denn, dass ich die noch hab? Kann ich das kurz ausleihen? Saft pressen? Wieso? Das hab ich... Ja. Na, damit wird er mir wieder sagen, irgendwas mit Zeche, keine Ahnung. Kann ich hier was machen? Ich brauche keine Hilfe. Ja.
Toni. Ich dachte... Ist es ja. Und woran... Und... Eieieiei. Irgendwas fehlt hier. Schwieriger als gedacht tatsächlich. Ich will ihnen den Kackbart anlegen, ne? Aber ich weiß nicht wie. Das, hier müssen wir hin, damit wir was gewinnen. Und zwar die Jagdlizenz für das Gewehr. Aber was kann ich da benutzen? Gibt doch nichts anderes, ne? Ich brauche diese Flaschenbürste. Ich verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Strohhalme, die Drosselglieder unter den Trinkutensilien. Ach lol. Ah, damit könnte ich ein prima Blasrohr basteln. Ach, guck mal. Wenn ich ausreichend Zeit und Ruhe hätte und endlich das Gefühl in meine Fingerkuppen zurückkäme, vielleicht hätte ich doch nicht mitten in einem Knallgasschlot einschlafen sollen. Okay, so prinzipiell kann ich mir daraus was basteln. Aber er macht das nicht. Vielleicht wird das ja doch noch mein Lieblings-Deponia-Abenteuer. Jemand im Stream-Chat eine Idee? Zufälligerweise? Nicht nötig. In meinem Mantel ist zumindest nichts, also nichts weg. Was kann ich mit diesem Bügel machen? Wer hätte das gedacht? Lotte und ich haben dieselbe Körbchengröße. Ich kann das für mich selber ja nicht benutzen, ne? Der Junge kann den Bügel auch nicht benutzen. Dem armen Rattenjungen blieben das schon. Naja. Das ist. Das ist was Bescheuertes. Dazu fehlt mir gerade leider. Das haben wir ja schon gemacht. Würde ich mit den Kartoffeln noch irgendwas anderes machen können? Nervt ein bisschen. Um dieses Rätsel kümmere ich mich ein anderes Mal. Kann ich mir den irgendwie genauer angucken? Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Nee. Aber mehr gibt's hier auch nicht. Was ist denn bei ihr hey, hier? Hey Toni, willst du mal sehen, woran ich gerade arbeite? Ich dachte, alles sei fertig. Ist es ja auch. Und woran arbeitest du dann? An nichts. Hey, Toni! Okay, sie sagt immer das Gleiche. Hier kann ich ja auch nichts rausholen. Wofür war das denn jetzt? Ich kann nichts weiter machen, ne? Schild, dann haben wir hier das Drosselglied. Aber das gibt er mir nur, wenn ich beim Dart gewinne.
Nur wenn ich gewinne, dann gibt er mir den Stromumkehrer. Das ist das Problem. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Oder kann ich mir aussuchen, was? Das ist eine gute Frage, ne? Der denn hier? Wenn ich das jetzt da raufschmeiße. Dazu fehlt mir gerade leider. Höha, damit könnte ich ein prima Blasrohr basteln. Wenn ich ausreichend Zeit und Ruhe hätte und endlich das Gefühl in meine Fingerkuppen zurückkäme, vielleicht hätte ich doch nicht mitten in einem Knallgasschlot einschlafen sollen. Aber warte mal, wir haben doch jetzt die Gläser gerettet. Uhu, Schnutzelbärchi. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn, was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal? Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Okay. Die haben wir jetzt mit dabei. Können wir hier noch was machen? Hey, Lotto! Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Lass dich noch mal angucken. Vielleicht fällt mir doch noch etwas ein, was du verbessern könntest. Sei bitte ganz ehrlich. Du hast zu haarige Beine. Schockschwere Not! Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Aua! Tut das weh! Ah! Gut so, halte durch! Aua! Verdammt, ich sterbe! Ah! Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Das zieht aber. Heulsuse. Fällt dir noch was auf? Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon, ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser nicht weggeworfen. Lotto hat sich die Haarwurzeln gelasert? Er hat Rasport betrieben, okay? Ich finde dich gut, so wie du bist. Ich bin die Lotto. Charmeur. Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin. Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme als mit diesem stumpfen Mistding. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küsst die Hand, Gnefrau. Tüdelü. Könnte ich denn irgendwas basteln? Nee, mit ein bisschen Muße könnte ich das bestimmt fetzig aufmutzen. Ich vermerke das in meinem geheimen Questblock. Hier ist ausnahmsweise einmal nicht mein technischer Sachverstand gefragt, sondern Willensstärke, Fantasie und blindes Vertrauen in die Gesetzmäßigkeiten der interaktiven Dramaturgie. Ich verstehe zwar nicht, warum Leute ein... Aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen gelungen. Ich hab nichts zum Basteln. Aber wir haben jetzt... Ist die Alte denn jetzt zu uns gegangen in den Ballon? Ist die jetzt bei uns?
Komm schon, tröde nicht das so. Das jetzt so. Und? Hast du mir irgendwas zu sagen? Nö. Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Scherben? Die bringen Glück, ne? Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben? Da muss ich dich wohl enttäuschen. Aua! Conny! Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht 2-3 Mal unterhaltsam. Beim 4. Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst, ich bin bei meinem Dad. Und halte ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Verdammt, wenn das nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Wo ist Zack überhaupt? Der sollte doch aufpassen. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Okay. Na schön, Tag. Da sind sie wieder. Die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papperlapappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch aus dem Ei schlüpfen. Hey, Rufus. Jetzt nicht Mechanical. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Hm. Oh je, das ist so falsch. Keine Sorge. Ich habe einen neuen Plan, diese vermaledeite Zeitfalte ein für alle Mal auszubügeln. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen Geschick und eurer Watsonhaftigkeit haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Törö sagen kann. Ach ja. Ist das alles noch Teil von deiner sogenannten Tatortinspektion? Ah, dann sind die Herren ja doch noch nicht eingeschlafen. Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Na, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher. Was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, der wird wieder schlecht. Schluck's runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Hm? Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Holla die Molla. Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Erst nicht an rosa Elefanten glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja, und was ist mit diesen geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung. Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst... Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich.
Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt! Ich habe eine Idee. Ja, dann hat er mehr als ich, ja. Okay. Geht das hier noch weiter? Okay, geht das hier weiter? Nee. Mhm. Es geht hier nicht lang, ne? Ja, jetzt ist die Hütte auch offen. Ich würde da gerne reingehen. Okay. Warte mal, der geht hier. Was ist das jetzt hier für ein Flink? Okay. Geht das hier noch weiter? Aber die laufen da nicht hin. Ja, das begreift einer. Hier irgendwas? Nee, ne? Doch hier. Aha. Aber es führt alles dahin. Ein Hebel. Oh, un Hebel secret. Ein geheimer Hebel. Holden!